Ein Geschäftsordnungsantrag, bitte. Hallo, sehr geehrter erster Bürgermeister, ich würde beantragen, die Punkte 30 und 31 in einer Debatte zu behandeln, weil die wurden auch im Ausschuss immer zusammen diskutiert. Gut, gibt's da, ich frage mal so, gibt es da Widerspruch? Wurde man das so verfahren, ruft man Top 30 und Top 31 auf. Zunächst wurde CDU-Fraktion einbringen, danach SPD-Fraktion und dann schauen wir, was es für Redebedarf gibt. Peter Krüger, bitte. Wohl sein. Hoffentlich nichts Ernstes, Herr Hans. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, zu später Stunde ein wichtiges Thema. Ich glaube, das Thema Fachkräfteentwicklung, Fachkräftebindung, Fachkräfteeinsatz ist eins der Schlüsselthemen für die wirtschaftliche Entwicklung, nicht nur in Dresden, sondern auch darüber hinaus. Und deswegen ist es eben insbesondere wichtig, dass wir uns auch hier in Dresden damit beschäftigen, wie wir junge Fachkräfte frühzeitig an unsere Stadt binden können. Dass der Wettbewerb lange und weit über die Grenzen der Stadt hinausgeht, ist jedem bekannt. Überall werden bereits Anzeigen geschaltet, sind Headhunter unterwegs, um junge Fachkräfte auch aus dem Umland, aus dem entfernten Umland, für unsere prosperierende Stadt anzuwerben. Wir sind gut daran beraten, nicht erst zu warten, bis die großen Chipfabriken stehen, sondern auch sowohl für die Fabriken, aber auch für das ganze angrenzende Gewerbe, das ganze Handwerk, hier Fachkräfte zu binden. Und wir haben eben im Gespräch mit der Handwerkskammer, aber auch mit Teilen verschiedenen Innungen mitbekommen, dass es ein großes Problem gibt, nämlich die Unterbringung von jungen Auszubildenden hier in unserer Stadt. Deswegen auch unser Antrag, ganz einfach und sachbezogen, damit es auch schnell gehen kann, dass wir zuallererst den Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten, Frau Walter, vielleicht finde ich auch Ihre Aufmerksamkeit bei so einem Thema, dass wir wissen wollen, wie viele junge Leute wir hier in der Stadt entsprechend unterbringen müssten und natürlich aber auch dadurch, dass es uns immer wichtig ist, die entsprechenden Kosten dafür zu ermitteln. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch unseren Freistaat nicht aus der Verantwortung nehmen, denn hier auch dieses Bundesprogramm, was es ja gibt, junges Wohnen neben dem studentischen Wohnen in Dresden für seine Unterkünfte zu nutzen und dieses Programm auch fortzuführen und dieses Programm auch weiter zu begleiten finanziell. Wir hatten ja vorhin beantragt, Kollege Engel, dass wir das mit 31, ja gut, ich verkneife mir heute mal, dass das, sagen wir, ich nenne es mal höflich, jetzt zum Feierabend bin ich gnädig gestimmt, dass wir sagen, dieser Antrag ist etwas später als unsere eingereicht worden, aber er geht in Teilen, geht er natürlich genauso in die gleiche Richtung und deswegen würden wir diese Teile auch unterstützen. Was wir aber in jedem Fall ablehnen werden, weil es weder dem Antrag in seiner Gänze gilt, noch in seiner Umsetzung. Das ist die ganze Lyrik und Prosa, die dann noch drinstehen, wer alles an der Erarbeitung eines solchen Konzeptes beauftragt oder mitwirken soll. Das können die jungen Leute, wenn sie dann hier in solchen Unterbringungsmöglichkeiten, wenn wir sie dann endlich haben, leben, dann auch selber tun. Die jungen Leute sind schlauer, als wir oftmals denken und sie können sich sehr wohl selber organisieren. Insofern ist es, glaube ich, jetzt wichtig, schnell erstmal den Bedarf zu ermitteln, schnell die finanziellen Rahmenbedingungen festzuzurren, gegebenenfalls ein Grundstück oder vielleicht eine Immobilie zu finden, wo wir dieses Konzept umsetzen können und auch den Freistaat in den Gesprächen in Haftung zu nehmen, sagen, wir brauchen das für die langfristige Bindung von Fachkräften, nicht nur in Dresden, aber heute rede ich natürlich hier für unsere Heimatstadt, das entsprechend umzusetzen. Deswegen werbe ich hier vehement für diesen Antrag und bitte um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und dann machen wir mit Frau Hartl weiter, SPD-Fraktion, was Ihren Antrag angeht. Herr Krüger, ich bin ein bisschen überrascht, denn wir sind uns gar nicht so uneinig.
was Sie ein bisschen als Prosa nennen, sehe ich doch noch ein paar inhaltliche Punkte, wo ich sage, dass die schon relevant werden, wenn wir die abstimmen, weil Sie, wie Sie schon sagten, die jungen Leute wissen am besten, was sie brauchen. Genau das steht bei uns unter anderem mit drin. Nämlich, dass die Leute, die am Ende dann da drin wohnen sollen, mitbestimmen sollen, wie das Ganze funktioniert. Da steht auch noch so was Nettes drin, wie dass wir auch eine Mietobergrenze wollen, weil wir wissen, dass Leute in Ausbildung jetzt nicht unbedingt das meiste Geld haben. Und da müssen wir auch schon dafür sorgen, dass sie auch weiterhin in den Objekten wohnen bleiben können. Zudem steht bei uns auch noch drin, dass wir uns weiter dafür einsetzen sollen, dass wir die Bundesmittel Junges Wohnen weiterhin nutzen, dass auch das Kultusministerium darauf zugeht und sagt, der Förderbedarf ist nach wie vor da und dass halt auch die Verlängerung und die Entfristung von Jungem Wohnen umgesetzt wird. Zudem haben wir noch bei uns mit drin stehen, dass wir wollen, dass überall in der Stadt geguckt wird und dass unter anderem auch zum Beispiel das Schloss Rostal zu prüfen ist, ob das vielleicht etwas wäre, wo man zum Beispiel Azubis unterbringen könnte. Genau, nach wie vor der Punkt 1, der ist wirklich tatsächlich sehr inhaltlich gleich mit dem von der CDU und daher bitte ich Sie einfach darum, alle Punkte abzustimmen und auch unserem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank und zu beiden Anträgen, Daniela, verzichtet. Gibt es da weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht. Doch, Entschuldigung, Herr Pinkert, bitte. Vielen Dank. Also wir sind uns da eigentlich alle einig, dass wir das überprüfen sollten bezüglich Unterbringung von Azubis. Ich finde es schon irgendwo eine absolute Frechheit, würde ich sagen, das Schloss Rostal jetzt wieder in den Mund zu nehmen, obwohl das vor kurzer Zeit abgelehnt wurde, gerade aus der Seite vom Stadtrat. Und diesbezüglich hätte ich doch gerne bezüglich Schloss Rostal den aktuellen Stand, da eigentlich schon seit 2 Jahren das Schloss wieder in Nutzung gegangen sein sollte. Da hieß es ursprünglich, dass der Freistaat dort eine Nutzung anstrebt und in Endverhandlungen mit Ihnen stehen würde. Gerne, bevor wir abstimmen, dass wir mal ein Update zum Schloss Rostal haben. Danke. Kann ich kurz und knapp sagen, es war in der Tat geplant, dass wir mit dem Freistaat, da gab es auch entsprechende Gespräche, das Schloss so nutzen können, dass es eine Synergie ergeben könnte zwischen Berufsschulzentrum und damals eine Landesstiftung. Das hat bisher noch nicht zum Erfolg geführt. Wir sind uns aber mit Stefan Kühn einig, dass wir dort dranbleiben wollen und da nochmal einen erneuten Versuch auch starten wollen, ob es da nicht doch eine Möglichkeit gibt, was diese Synergieeffekte mit der Landesstiftung angeht. Aber bisher ruht das Schloss. Es gibt auch keine anderen Absichten mit dem Schloss, weil das war ja mal Thema vor 4 Jahren gewesen. Gibt es auch keine anderen Absichten. Aber an dieser Sache sind wir weiter dran. Ne? So, dann Schlusswort Peter Krüger und Frau Hartl hätte auch noch die Möglichkeit. Schlusswort dann Peter Krüger. Sondern noch mal eine Präzisierung. Ich hatte das vorhin, ich bitte das zu entschuldigen, am Rednerpult vergessen, wie wir den SPD-Antrag abzustimmen bitten. Wir bitten punktweise den Punkt 1. Bei den Punkt 2, da hat man ja viele Anstriche, wollen wir Punkt A und 2a und b zusammen und ebenfalls die Punkte 2c, d und e zusammen und dann wieder einzeln die Punkte 3 und 4. 2, d und e auch zusammen. Die 3 zusammen. Okay, wollten wir uns erstmal um den Ausschussbericht CDU-Antrag kümmern. Wer dem Ausschussbericht hier so zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 55 Ja, 0 Nein, 9 Enthaltung mehrheitlich so bestätigt. Und wir kommen zum Ausschussbericht SPD-Antrag und würden zunächst erstmal Punkt 1 abstimmen. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ja, 14 Nein, 1 Enthaltung, so bestätigt. Dann würden wir den Punkt 2a und b zusammen abstimmen. Ich bitte um das Stimmzeichen.
50 Ja, 14 Nein, 9 Enthaltung, so bestätigt. Dann würden wir abstimmen die Punkte 2c, d und e. Ich bitte um das Stimmzeichen. Das hätte mit 29 Ja, 34 Nein, 1 Enthaltung keine Mehrheit bekommen. Und wir würden jetzt Punkt 3 aufrufen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 50 Ja, 15 Nein, 0 Enthaltung eine entsprechende Mehrheit. In diesem Sinne, vielen Dank. Ein schönes Nachtleben heute. Und bis demnächst.